So, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin. Ihr kennt mich vielleicht aus dem ein oder anderen Toni-Video oder ihr kennt meine Stimme. Moment. Oh oh, bitte stell mich auf die Ladestation. Und ich bin heute eure Stimme, denn es geht um eure Fragen zu meine Tonis und es geht um die Fragen zur Audiothek. Und dafür habe ich hier zwei Profis bei mir, Franziska und Roman, und die werde ich gleich mit euren Fragen bombardieren. Aber zuerst eine kleine Info. Es gibt insgesamt drei Videos. Das erste Video ist jetzt, allgemeine Fragen. Dann das zweite Video, Umgang mit Inhalten. Und beim dritten Video, spezielle Fragen. Aber jetzt erstmal zu euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit habt für unsere Fragen. So. Ich habe euch eben ganz groß vorgestellt als die Toni-Profis und die Audiothek-Profis. Aber jetzt erzählt doch mal bitte, was macht ihr eigentlich bei den Tonis und was macht euch zu Profis? Ich bin Produktmanagerin bei den Tonis. Also ich bin verantwortlich dafür, dass sich alles gut anfühlt und dass man Spaß hat, wenn man mit den Tonis Kontakt hat. Also vor allem auf der Webseite, auf meine Tonis oder in der App, dass es übersichtlich ist und strukturiert. Okay, also nicht so, also auch für jemand wie mich, ich gehe immer auf eine Seite und dann finde ich nichts und dann rufe ich da an und mich stinksauer, weil keiner rangeht. Und du bist dafür, dass es so leicht ist. Also genau, das soll halt natürlich nicht passieren, sondern man will sich ja zurechtfinden und da braucht man so jemanden wie mich. Ich bin so ein bisschen wie die Architektin, die es plant vorher und ja, dafür bin ich verantwortlich. Ich bin auch Produktmanager bei den Tonis und um bei dem Beispiel zu bleiben, dann bin ich so ein bisschen der Ingenieur außenrum gewesen, habe versucht, mich um alles zu kümmern, was sonst bei so einer Entwicklung noch anfällt, sei es mit der Technik zu planen, mit dem Portfolio-Team zu koordinieren oder. Okay, aber Moment, jetzt lass uns mal von vorne anfangen. Was ist denn jetzt die Audiothek eigentlich ganz genau? Also in der Audiothek gibt es neue Folgen für deine Tonis. Das heißt, du kannst dort nach weiteren Folgen stöbern und sie auch kaufen für Tonis, die du schon zu Hause hast, wie zum Beispiel Bibi und Tina. Okay. Somit kannst du dann eben Neues für Tonis hören und musst nicht immer nur die Folgen hören, die auf deinem Toni drauf sind. In der Audiothek kannst du also nach neuen Inhalten stöbern und die dort kaufen und einem Toni zuweisen. Okay. Und wessen Idee war das so? Tatsächlich war das eine Idee von vielen, die schon lange in der Firma rumgeisterte und auch viel aus der Community getriggert wurde, sodass man jetzt nicht sagen kann, den einen Vater der Idee oder Mutter der Idee hat es gegeben, aber es war natürlich naheliegend. Und was sind jetzt die Vorteile von der Audiothek für unsere Toni-Nutzer? Also der erste Vorteil ist natürlich, liegt auf der Hand, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, viel mehr Folgen und viel mehr Hörspaß an unsere User zu geben. Und es ist natürlich auch günstiger, eine Folge in der Audiothek zu kaufen, als ein Toni. Und zu guter Letzt, wir können wesentlich schneller auch neue Inhalte unseren Usern zur Verfügung stellen. Ja, aber heißt denn das, dass es jetzt überhaupt keine Bibi und Tina-Tonis mehr gibt, keine neuen? Doch, natürlich. Also wir lieben ja auch die Tonis und es wird immer noch Tonis geben. Aber es gibt eben jetzt auch die Möglichkeit, dass man ein paar Tonis hat und ein paar digitale Inhalte als Zusatz sozusagen. Okay, Gott sei Dank. Ihr Lieben, ich danke euch beiden soweit. Und das waren jetzt die allgemeinen Fragen, die Roman und Franzi uns beantwortet haben. Und wenn ihr euch fragt, ja, aber warte mal, die Audiothek, wo gibt's die denn überhaupt? Und was mache ich, wie funktioniert der Umgang mit Inhalten? Dann sage ich, geht zu Teil 2 unserer Videos oder geht zum Teil 3, wenn ihr ein paar sehr spezielle Fragen beantwortet haben wollt. Und jetzt sage ich, tschüss, wir hören uns.